Hallo, es ist wieder soweit. Monatswechsel und es kommt wieder eine neue Box und zwar diesmal die der Lurtrop und von Hecht und Barsch. Ja, Geschenk. So, wir öffnen. Heute angekommen. Ich denke mal, das Video kommt dann morgen. Ja, am morgen den 1. Kindertag. So. Raus. Ich stelle mich wieder an. Zack. Da ist er. Karton zur Seite. Oh, der Lurtrop. Ah, jawohl. Zettel nehmen wir zur Seite. Und gut. Was gibt es diesmal zu gewinnen? Und zwar von Fox Rage. Spinning-Komplett-Paket von Fox Rage im Wert von über 300 Euro. Rolle-Routen-Kombination, Braided Line, Casher, Rothschild und ein All-in-One-Toolkit. Pro-Sheds, Schnappen und ab geht die Post. Jo. Hey. Moment. Das ist so. Da muss ich jetzt mal gucken glatt. Ob ich nicht den QR-Code geleakt habe. Sorry für die Unterbrechung. Aber es geht. So, das gibt's zu gewinnen. So, den Zettel legen wir zur Seite. Also es geht los. Bevor wir zu viel verraten, das Unboxing-Video von Hecht und Barsch könnt ihr euch natürlich auch mal noch angucken auf Insta. So, hier geht's los. Musaga. Wieder die klassischen Jig-Heads in Kombination. Denk mal ein 6-0er oder 5, 7, 6. Auf jeden Fall ein großer. Ein 10 Gramm, das ist ein kleiner, so 4er. Und ein 3er. Könnte hinkommen. Oder noch kleiner. Gut. Tolle Qualität übrigens. Ne? Hier stabiler Haken. Fester Haken. Lässt sich nicht so verfringen. Gerade beim großen hier. Gut, geht zur Seite. Oh, jetzt kommt was Schönes. Eieiei. Ei, ei. Mega Farbe. Und der Köfi Perch in Lurtrop exklusiver Farbe. Das ist ja was Tolles. 14 cm. Schaut mal. Steht sogar drauf. Lurtrop 623. Okay. Na komm. Für den Juno. Geh auf. Ich bin ja bekannt dafür, ne? Packung zu zerstören. Aber so. Geil. Wirklich eine geile Farbe. Riecht wie Autoreifen wieder. Aber eine schöne Farbe. Toll. Schön immer die Flossen, ne? Detailliert. Hier oben haben wir eine kleine Rückenflosse. Jawohl, hier verschwindet der Jig-Head drinne. Im Maul. Das Auge. Tolles Teil. Tolles Teil. Größe für, na, ich denke mal, Zander und Hecht hauptsächlich. Cool. So. Dann von Headbanger. Die Banger Rips. Ja, mit so einer Mischung aus Curl, Tail, Curl und Pedal Tail. Irgendwo habe ich das schon mal gehabt. Auf Ohr. Schaut euch das an. Mega. Ne? Mega. Denkt mal, dadurch ein ganz anderes Laufverhalten. Nochmal Verwirbelung. Kann man Paste reinschmieren. Dann hinten der Schwanz. Mega Action. Ne? Wie gesagt, einmal der Curltail. Blaue Flakes. Im Bauchbereich. Hm. Nochmal. Ich wollte gerade sagen, nee, das ist irgendwas anderes an meinen Händen. Das roch so nach Frucht. Schönes Teil. Ich guck mal. Auch wieder Lurtrop Exclusive. 3,4 Inch. Farbe Galaxy. In 8,6 cm. Super Rare Kicking and Collapsing Body. Das heißt wahrscheinlich, ja. Wenn ich ihn einhole vielleicht, ne? Zack. Gehen die Rippen so auseinander.
und dann fallen sie wieder zusammen. Na, durch das Wasser. Jo, cool. Denk mal, ja, an eigentlich an allen möglichen Methoden von Offset-Haken, dann am Carolina, Texas Rig oder Dropshot oder am Jig. Alles möglich. Headbanger, los. Schön. Geile Packung. Auch vor allem wirklich schön zu öffnen, ne? Es war wieder viel Plastik und so weiter, aber schön zu öffnen. Dann von Duo International Realis, der VersaShed 3.0. Promo Sample Set, 4 Stück sind drinne. Shrimp Geschmack. Dann. Na, klein, fein. Unten sind auch kleine Ribs. Dann eine kleine Tasche. Oben ist auch so eine kleine Tasche, so kleine Mulde. Hier sehen wir es nochmal. Ja, Shrimp. Ja, das ist so ein Chartreuse. Dann Motoröl, denke ich mal. Na, hier so eine natürliche Farbe. Kennen wir auch von anderen Markenherstellern. Ja. Cool. Und ja, so ein Salt and Pepper Weiß. Ne, Salt and Pepper. Jawohl. Du auch eine schöne Marke. Made in Japan. VersaShed 3-Inch, 4 Stück. Wieder zu damit. Gut. Nächste. Jetzt kommt ein Hardbait. Nummer 1. Und zwar der von Salmo. Der Floating Perch 12. 12. Hot Perch ist die Farbe. 12 cm, 36 Gramm. Diving Tiefe, Tauchtiefe. Einmal im Cast 2 Meter, im Trolling 4 Meter. Hoffentlich kriege ich den Heil raus irgendwie. Ja, mache ich so viel kaputt. Da. Salmo. Haben wir auch schon häufig jetzt drin gehabt, was ja nicht schlimm ist. So. Da haben wir das gute Stück. Haken versuche ich mal diesmal nicht mir in die Finger zu rammen. Jawohl. Schönes, natürliches Design. Ne? Hier sehen wir das Bucklige. Hier haben wir, wenn wir von oben rauf gucken, ne, die dicken Backen mit den Kiemendeckeln hier. Dann unten, denke ich mal, wird der UV aktiv sein. Leider ist wieder meine Lampe leer. Dann haben wir die Öse hier unten. Ne? Nochmal ein anderes Laufverhalten. Aus Polen. Jawohl. Floating. Schön. Steht alles auf der Tauchschaufel drauf. Farbe und Größe steht hier hinten drauf. Mega Haken. Cool. Gucken. Silent. Sehr schönes Teil. Ich denke mal wieder für unsere Hechte. Heißt aber nicht, dass da nicht mal ein Zander drauf anspringt. Oder vielleicht auch noch ein Wels irgendwo. So, wieder reingegriffen. Was Kleines. Eine Blade. Ein Blade. Oder Lipless Crank, wie man das nennen möchte. Von Lurfans, auch eine schöne Marke, finde ich immer sehr nice mit diesem Auge. Ne? Sieht so ein bisschen unschuldig aus. Gott, nicht in den Finger gerammt. Oh, ja. Da. Auch wieder vorne die dicken Backen. Die Lipless Crank. Jawohl, schön. Macht viel Action unter Wasser. Hier sehr bauchig. Ne? Dickbauchig. Vollgefressen. Oben schön schmal. Ein kleiner Punkt. Aggressionspunkt vielleicht, ne? Kontrastpunkt. Jawohl. Schöne Haken. Silent. Mega. Das ist der V55 Big Eye Viper Color 36. Ne? Kennen wir oftmals 11,5 Gramm, 55 Milliliter. Oftmals halt nur der Farbcode angegeben. Aber. So, geht wieder rein. Ach, gehen wir nachher rein. So, was haben wir hier? Mantis. Lurdrop. Zwei Stück. Zwei Stück von der. Jawohl, 5,6 Gramm. Nein. Mal was anderes wieder. So, weiter geht's. Wir sind noch nicht am Ende. Oh, nochmal Mantis. Sehr cool. Dann haben wir The Pick. 18 Gramm Pecula.
ein Bladed Jig, muss ja richtig aussprechen, ne? Pekulash Shatterbait steht dran, 16 Gramm Batman. Ne, das ist der Oldschool Batman. Der war ja noch lila in Strumpfhosen. So. Hier sehen wir wieder super Haken. Unten ist ein Baitholder. Dann haben wir zwei, denke ich mal, UV-aktive, ja, wie sagt man so schön, Skirts, die ein bisschen Tentakel, ein bisschen dicker sind. Die Schweineschnauze hier vorne. Chomp steht wieder drauf auf dem Blatt. Jawohl. Einhänger. Kann man natürlich wieder wunderbar, wenn da nicht noch was kommt, ich habe es noch nicht gesehen, mit den Dingern kombinieren. Ich denke mal, das passt wunderbar, ne? Am Shatterbait mit den Banger Rips. Oh, toll. Kann man nie genug haben. Gerade jetzt. So, macht Druck unter Wasser. Und je größer ihr den Dings wählt, den... Oh, Telefon, Mutti ist dran. Den größer ihr den Dingens wählt, den Trailer, desto mehr Rabatt gibt es. Desto weiter oben schwimmt er auch. Hier haben wir von Westin den Megabyte DR. Und zwar das Floating 6 cm 19 Gramm. Megabyte DR Crankbait Fire Perch ist die Farbe. Und Made in China, ja, das ist egal. Floating 6 cm 19 Gramm. So, da holen wir mal raus. Kennen wir schon, war schon häufig an den Boxen drin. Vorne auf der Tauchschaufel steht drauf, Lauftiefe 3 bis 4 Meter. Westin 19 Gramm, 5,8 Unzen. Jawohl, schön breites Design, macht viel Rabatz im Wasser. Kleine Kugeln drin, unten UV-aktiv. Schön, Hecht. Barsche, auch mal ein Zander. Rapfen, denke ich mal auch. Also, da knallt, glaube ich, auch nachher fast alles rauf. Hab am Wochenende schon mal einen Rapfen auf Dropshot gefangen. War mein erster Rapfen. Vorher noch nie einen gefangen. So, ach, legen wir zur Seite. So, jetzt kommt Gummibären. Goldbären. Dann Ludrop-Aufkleber. Schön. Dann darf man das sagen, exklusives Typ auf Hecht und Barsch, 15 auf alle Topwater, 15% auf alle Topwater Köder. Ja, es sind ein QR-Code drauf für den Deal-Produkten. Dann haben wir, na komm, Johannes Gasser. Ja, Zander, mega, schönes Ding. QR-Code aus Österreich, Nationalität österreichisch, Höchst, Österreich, 1996 geboren, 1,25 Meter Hechten, 1 Meter Zander, 50er Barsch, Lure Masters, 2x5. Platz und 2x den Top 10 bei den Predator Tours. Schön, kommt weg. Oh, jetzt haben wir es. Besonders gefallen, natürlich die Hardbaits wie immer. Dann haben wir 1, 2, 3 drin. Aber der wunderschön. Mega. Kenne ich überhaupt noch nicht. Und ja, weiß ich jetzt. Also gerade in der Jahreszeit gehen die eigentlich immer, ne? Da kriegt ihr auch alles drauf. Schauen wir uns mal die Karte an. Salmo, Perch, Floating. Ja, Hecht steht drauf. Kurbelmeister. Einfach einleiern. Korpulente Crankbait, sehr schön ausgedrückt. Der Westin Megabyte, ja, wie gesagt, schon Barsch, Zander, Hecht. Big Eye Viper, Barsch und Hecht. Strike Bay, Pekula, ja, eigentlich für alle Zielfische, ne? Ja, wie gesagt, hier, da gehen auf den Duo Realis, da gehen auch kleine Fischis drauf. Ist eine Sneak Preview, das heißt wahrscheinlich, oh, der ist neu, ne? Kommt jetzt erst raus. Unser Tipp gehört direkt am Musaga, Größe 1. Achso, nochmal die Jig-Köpfe. Größe 1 in 5 Gramm, 4 Nuller, na, gar nicht so weit weg, und 7 Null in 15 Gramm. Jawohl, schön. Ich schaue erstmal nach, ob ich vielleicht mal endlich mal was gewonnen habe. Das wäre traumhaft. Wäre das erste Mal.
Aber lass uns den unterkriegen. Aber mega Box wieder. Und ja, super schneller Versand übrigens. Ne? Gestern losgeschickt, heute schon da. Heute 31. Mai 23. Was ist denn heute los? So, ich wünsche euch was. Denk mal gleich, ruft meine Frau nochmal an. Muss nochmal einkaufen. Ringehauen. Schönen Abend. Wir hören und sehen uns.